Halt, da ist es, ja. Sie hat gesagt, man solle warten, bis er weg ist. Da kann ich nicht halten. Ja, der Fest hat noch ein Stückchen weiter vor und dann sehen wir das Haus. Da steht die Chefin am Fenster und winkt. Ja, ja, was soll denn das? Ja, wahrscheinlich sollen wir noch warten. Ja, ist ja gut, wir warten ja noch. Hm. Sind Sie schon da, Mama? Herrschaft, hast du mich erschreckt. Wo ist denn Papa? Der sitzt immer noch auf dem Klo. Ja, was hat er dann? Er muss doch ins Geschäft. Und ausgerechnet heute. Da unten steht schon eine Ware mit der Packe. Ja, Fritz, wo bleibst du dann? Es ist schon nach halb. Also, wenn du mich fragst, das wird eine Katastrophe. Das wird keine Katastrophe, das ist schon lang eine Katastrophe. Ein katastrophaler kann das gar nicht werden. Dann fragen halt noch mal. Wenn der Papa nicht will, dann will er nicht. Komm, setz dich. Es langt gerade noch für ihr Brot. Die Simone kann nicht erfahren. Ich kann nicht essen. Ja, wie siehst dann du aus? Ja. Und angezogen bist du auch noch nicht. Ich gehe heute nicht ins Geschäft. Mir ist nicht gut. Nicht ins Geschäft? Du musst ins Geschäft. Mir ist nicht gut. So, was du nicht sagst. Und wer hat gestern unbedingt die zwei Koteletts essen müssen, ha? Bitte, ich kann's nicht hören. Gerochen habe sie schon. Aber nein, es darf nichts verkommen, gell? Die Koteletts waren völlig in Ordnung. Nicht, aber der Hasso von Huber soll sie fressen wollen. Aber du, lieber sich vergiften, als was in den Mülleimer schmeißen, gell? Für das, was ihr immer in den Mülleimer schmeißt, könnte ich mal jedes Jahr einen neuen Transporter kaufen. 12 Mark haben die Koteletts gekostet. 12 Mark! Oh Gott. Ist mir schlecht. Kaffeekohle. Geh im Bad im Spiegelschränkchen. 12 Mark. Und dafür bringst du dich halb um. Weißt du, was mal auf deinem Grabstein stehen wird? Was sag ich Grabstein? Ein Grabstein gibt's ja nicht bei dir. Wäre hier viel zu teuer. Ein schlichtes Holzkreuz tut's auch. Und darauf wird stehen, hier ruht der Millionär Friedrich Friedrich. Hingerafft von einem heimtückischen Kotelett im Wert von 5,95 Mark. Jawohl, Millionär. Und was sag, warum? Weil ich immer anfällig auf der anderen gelegt hab? Ja, so hoch wie der Eiffelturm. Ach, mit dir kann man ja nicht reden. So, jetzt nimmst du eine Kaffeekohle und dann geht's dir gleich besser. Von dem Zeug wird's einem ja noch schlechter. Das wird genommen. Ja. Im Urlaub hat's dir auch geholfen, wo du das Kilo Kirsche hast essen müssen, bevor sie schlecht werden. Wo? Wann wart ihr dann im Urlaub? Letztes Jahr. Die Hubers waren in Jugoslawien auf dem Balkan und dein Baba und ich waren im Wohnzimmer auf dem Balkon. So, und jetzt ziehst du dich an und gehst ins Geschäft. Jetzt lege ich mich erst einmal ein bisschen hin und dann sehen wir weiter. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht bei der ewig Rennerei ums Klo. Oh, tut das gut. Fritz, du kannst dich schon nicht einfach hinlegen. Du wirst sehen, es geht dir gleich besser. Friedrich! Jetzt rufst du im Geschäft an und sagst, ich käme später, wenn überhaupt. Ach, du leise, leise, wenn ich bitten darf. Mein Nerven. Räum du ab, ich rufe im Geschäft an. Das Ganze ist sowieso eine Kaderidee, ne? Also du fährst jetzt die Ware vor und wir zwei prüfen die Lage, gell? Hey. Die paar Schritte wirst du doch laufen können, ne? Wenn ich es Ihnen sage,
auf dem Sofa. Da können die Leute nicht am Montag kommen. Ich verstehe. Nein, so lange kann ich nicht warten. Am 1. kommen die neue Miete. Ruhe! Verflieg's noch mal! Ja, das war er. Und was soll ich dann jetzt nur machen? Ohne warte die Leute. Da sind sie. Ich muss Schluss machen. Moin, Chefin. Leise, Herr Lehmann. Leise. Marsche, Marsche. Ist er noch nicht weg? Nein, ihm ist nicht gut. Wahrscheinlich geht er heute überhaupt nicht ins Geschäft. Es ist zum verrückt werden. Ausgerechnet heute, wo alles so schön geplant war. Ja, und jetzt? Also ich kann nur heute. Zweimal kriege ich nicht frei außer der Reihe. Und wir müssen doch nach Offenbach. Dann muss es halt auch so gehen. Fangt an, so leise wie möglich. Du bleibst in der Küche und passt auf. Ja, und wenn er aufwacht? Dann kann ich es auch nicht ändern. Ich wohne auf jeden Fall keinen Tag länger in der Bruchbud. Ei, was soll ich dann machen, wenn er aufwacht? Bring ihm die Zeitung und sei Bier, egal, mach irgendwas. Was machst denn du noch hier? Musst du nicht ins Geschäft? Geht's dir besser? Ich muss schon wieder aufs Klo. Was guckst denn du so? Ich? Oh, du siehst ja schon viel besser aus. Kaffee, Kohle hilft immer. Aber sag das deiner Mutter nicht, sonst muss ich das Zeug immer essen. Ist die Zeitung schon da? Warum stehen die dir auf? Ach, die Mama ist in die Apotheke. Aber deswegen muss doch die dir nicht aufstehen. Da kann sich ja jeder rausholen, was er will. Ich packe das Geschirr und sieh die Bücher. Paul, sie rolle die Teppich zusammen. Mhm. Also, das soll man doch nicht für möglich halten. Gestern habe ich in Heppach ein paar Gauner die Halbwohnung ausgeräumt, während die Familie vom Fernseher gesessen hat. Hier. Also. Schmuck und Tafelsilber im Wert von 70.000 Mark. Und zwar Perserteppich. Also, so blöd kann man doch gar nicht sein. So was merkt man doch. So ein Teppich ist doch mindestens 3 Meter lang, oder? Holst du mir ein Bier? Ja, Papa. Und jetzt leg dich erst noch mal hin. Ja. Wisst ihr eigentlich, was passiert, wenn der rauskriegt, dass wir das waren? Wir waren in Offenbach, ja? Da gibt's gar nichts. Wir wissen von nichts. Und wo fahren wir jetzt hin? Zum Philosophenring, da, wo die neue Bungalows stehen. Das laden wir aber bloß das Schlafzimmer und die Klamotte aus. Der Rest kommt auf den Sperrmüll. Wenn ich mir vorstelle, wie der Chef aufwacht und die ganze Wohnung ist leer.
Heiliger Bimba. Mama! 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 Also dann vielen Dank, gell, und viel Glück im neuen Haus. Danke. Und ich hoffe, dass der Haussegen nicht allzu schief hängt, wenn Chef kommt, gell? Gut finde ich trotzdem. Hut ab, Chefin. Ja, also ich danke Ihnen auch. Und jetzt sehen Sie zu, dass Sie den Auftrag in Offenbach noch rechtzeitig erledigen, ja? Machen wir. Wiedersehen. Wiedersehen. Also für mein Zimmerchen brauche ich noch einen gemütlichen Sessel und... Ja, ja. Wo bleibt er dann nur? So lange kann der Fritz doch nicht schlafen, ohne was zu essen. Ach, sei doch froh, dass er noch nicht da ist. Weil so wie es hier aussieht, da stimmt was nicht. Wo ich ihm in dem Brief doch alles ausführlich erklärt habe. Der wird schon kommen. Jetzt lass uns doch erstmal die Vorhänge aufhängen. Nein, ich will zurück und gucke, was mit ihm ist. Irgendwas ist doch faul. Komm. Jetzt? Ja, jetzt. Komm, mach schon. Fritz? Papa? Fritz? Siehst du, da hast du es. Das habe ich dir ja gleich gesagt, dass das nicht gut geht. Wo der Papa so sensibel ist. Sensibel? Was hätte ich denn machen sollen, wenn der Geizkarren nicht will? Was habe ich nicht alles probiert? Aber nein, was brauchen wir? Eine neue Wohnung. Die ist gut genug für uns. Außerdem kostet uns nur die Sozialmiete. So billig kriegt man heutzutage kein Dach mehr über dem Kopf. Billig, billig, billig. Ich hab satt. Wofür lebt man dann? Doch nicht fürs Sparbuch. Ach, Mama. Wo kann er dann bloß hin sein? Der dumme Kerl. Fritz! Fritz! Mama? Fritz! Was ist? Kann man hier denn nicht mal in Ruhe schlafen? Ha ha ha!